Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute Before I Forget weiter. Wer noch gar kein Video dazu geschaut hat, der darf sich sehr, sehr gerne meiner Playlist bedienen. Da habe ich bereits zwei erste Folgen hochgeladen und dann seid ihr auf jeden Fall up to date. Wir gehen auf Fortsetzen. So, und sind wieder hier in diesem Raum und schauen uns mal ein bisschen um. Genau, die Geburtstagskarte, die hatten wir wohl auch schon gelesen. You always spoil me on my birthday. Oh je, was ist hier mit dieser Gitarre passiert? Ist sie einfach nur buggy oder ist sie kaputt? Abendessen. I set a place for Dylan. He'll be here soon. It's getting late. I'll make us a cup of tea before bed. Okay. Oh, hat sie sie hingeschmissen? Teetasse. Ja, sah ein bisschen aus wie ein Saturn. We should be heading home now. No, Hunty, just one more, please. The seven rishis. I know, like life in the Mahabharata. Precisely, Sunni. The rishis were the seven sages who made the sun rise and warm us with its light. What else did they do? Well, first, the Rishi married Kritika, the seven sisters, and they all lived happily in the north sky. Come on, so look north. I'm looking. Can you see the four in a box? Oh, I see it, and three going up. Six, seven... What happened to them? One day, the rishis prepared an offering to Agni, and he emerged from the flames. He instantly fell in love with the sisters. Oha. But he couldn't be with them because they're married. Exactly. So what did he do? He was tormented by his love for the Kritika and took to wandering. One day, in the forest, he met Svaha, who loved him, although he didn't know it. She disguised herself as six of the seven sisters. Did it work? Did he love her forever? Sadly, no. The Rishi thought their wives had been unfaithful and left them. Nobody was happy. Not every story can have a happy ending, Sunni. Not even for the das gods. Stimmt. Nicht jede Geschichte kann ein Happy End haben. Aber es ist immer schön, wenn eine Geschichte ein Happy End hat. Errungenschaft. Ich will alle Sterne kennen. Okay. Super. Da öffnen sich weitere Geschichten. Noten. Thank you.
Opernhaus Sydney feiert Applebee's Rückkehr. Ja, das hatten wir uns schon angeschaut, soweit ich weiß. Dann gehen wir mal hier raus. Müssen wir hier irgendwas machen? Anscheinend müssen wir hier lang gehen. Where are you, Dylan? Why are you never here? I need to know. Na, ich glaube, die Arme, die erinnert sich an nichts so richtig. Hat sich ein neuer Gang geöffnet. Folgen wir einfach mal hier. Türen gehen zu. Quatsch. Sonny, come look at this. Sonny, komm mal her. Finde Dylan. Tja, aber wo soll er denn sein? Tür öffnen. No, you just decided. I don't want to talk about this. Not when you're like this. Why did we always come second? You didn't. You were pressuring me. We always said, though. Well, things changed. Exactly. You changed. But you never told me. Oh nein. Die haben sich gestritten. Bach-Goldberg-Variations Dylan Appleby. Okay. Oh, die haben sich gestritten, die beiden. Ach man. Plattenspieler. Weitere Erinnerungen? Ein Abschiedsgottesdienst, an dem man sich mit Liebe erinnern wird. Dylan James Appleby, 17. Februar 1945 bis 1. Dezember 1999. Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 14. Dezember 1999 um 13.30 Uhr in der St. Michael Kirche in Camden Town statt. Eingangsmusik, Morning the Greek, Begrüßung, Eröffnungsgebet, Schriftlesung, Johannes 14, Vers 1 bis 6, Laudatio, Dylan, der die Welt an seinen Fingerspitzen und den Kosmos in seinen Armen hatte,
gelesen von Errol Appleby. Eine Zeit für persönliche Besinnung. Preludium und Fugue in G-Moll. Johann Sebastian Bach, das Vaterunser, Beisetzung, Schlusshymne. Ilja Yün, Colin, Wert, Oloi. Das habe ich jetzt falsch ausgesprochen. What's it saying? Ja, du erinnerst dich nicht dran, ne? Och Mann, ist das traurig. Konzertpianist Dylan Appleby ist tot. Der herausragende Komponist und Konzertpianist Dylan Appleby starb in den frühen Morgenstunden. Nach Angaben des Rettungsdienstes war er in einem Autounfall verwickelt und verstarb bei seiner Ankunft im St. Mary's Hospital. Appleby, bekannt für seine poetischen Klavierkompositionen sowie seine lebendigen und bewegenden Darbietungen, war sowohl beim Publikum als auch beim klassischen Establishment beliebt und gewann viele Auszeichnungen. Er hinterlässt seine Frau Sunita Appleby. An dem Unfall waren keine weiteren Opfer beteiligt. Tragischerweise wird sein letztes Album diesen Freitag veröffentlicht. Eine Hommage an seine Frau mit dem Titel Song für Sunita. No, no, you can't be. I can still hear you playing. How did it happen? Why did you leave? Es war ein tragischer Unfall. Wasn't your career that would get put on hold? I stopped touring. What did you want me to do? I don't know, Dylan, but what I do counts. What's that supposed to mean? I didn't mean that. Dylan, wait! Oh nein, er ist gefahren und dann ist der Unfall passiert. Das letzte, was die beiden hatten, war ein Streit. Oh mein Gott, ich habe Gänsehaut, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Gänsehaut. You always wanted us to slow down and start a family. I was happy to be just us and our careers. Ja. Karriere ist but nicht alles. But I kept forgetting noch. Things. I. Okay, wir sollen wohl hier durchgehen. Es regnet auf jeden Fall. Aber man hört den Regen nicht. I got confused. I forgot myself. But then you were gone. And I forgot that too. I don't want to be alone and confused anymore, Dylan. Trauer hat viele Gesichter, ne? Und dann kann es eben auch passieren, dass man Dinge vergisst, ne? Sie wollte einfach vergessen. Kann man verstehen. Ach Mensch, warum ist dieses Spiel so traurig? We can be together now. Now I remember. Gehen wir einfach mal dahin. Was passiert jetzt? Ah, wir sind am Ende des Spiels angelangt. Irgendwie
echt schönes Spiel, aber auch sehr traurig. Als der Unfall war, hatte ich richtig Gänsehaut. Es ist gut gemacht auf jeden Fall. Jetzt hat sie sich erinnert. Toll umgesetzt. Allen, die für dieses Spiel verantwortlich waren, kann man nur Danke sagen. Es ist ein echt interessantes Spiel. Wir möchten uns auch ganz besonders bei all unseren Spieletestern und jedem, der uns während der Entwicklung beraten hat, bedanken. Da gab es wohl auch schon welche, die das getestet haben vorher. Schöne Bilder von den beiden noch. War ein schönes Paar. Errungenschaft freigeschaltet. Jetzt erinnere ich mich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und denkt immer dran, geht niemals im Streit auseinander. Es kann böse enden und dann vergesst ihr unter Umständen auch. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.